Wird es Nacht, so werden die Minecraft-Monster super gruselig. Schafe werden zu Mutantenschafen. Lamas werden zu Mutanten-Lamas. Und viele komische Sachen passieren in der Nacht. Bleibt unbedingt bis zum Ende des Videos dran, denn ihr wollt nicht verpassen, was in der Nacht passiert. Und da sind wir auch schon in der Welt unterwegs, Freunde. Ich bin echt... Lol, warte mal. Was ist das denn? Okay, okay, okay. Nein, dieses Ding wird wahrscheinlich alles versuchen zu infizieren. Leute, ich renne auf jeden Fall weg, denn wir sehen, da hinten ist ein Villager-Dorf. Und ich muss mich auf jeden Fall nochmal schnell ausrüsten, bevor die Nacht anbricht. Denn bei Nacht wird wirklich alles super gruselig. Lol, da hinten sehe ich wieder so ein komisches Viech. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Und es tötet alle Monster. Denn ich glaube, es versucht, alle zu infizieren. Hier, oh, schaut euch das mal an. Oh, Hilfe, Hilfe, Hilfe. Ich habe damit nichts zu tun. Okay, Freunde. Solange hier noch nicht alles außer Rand und Band ist, werde ich mal versuchen, noch ein bisschen Weizen mitzunehmen. Und während ich Weizen abbaue, stellt nochmal ganz schnell sicher, dass ihr auch einen Daumen nach oben da gelassen habt, Freunde. Denn das würde mich super freuen, wenn ihr mich so unterstützt und den Kanal kostenlos abonniert. Danke für euren Support. Und weiter geht's jetzt hier im Villager-Dorf, denn hoffentlich finden wir hier irgendeine gute Kiste mit irgendwelchen wertvollen Sachen. Das wäre auf jeden Fall ein richtig guter Jackpot. Ich würde sagen, Weizen haben wir schon genug. Das heißt, eigentlich können wir uns auch schon gleich in die Mine begeben. Also mit dem Weizen meine ich, können wir nämlich ein bisschen Brot machen. Dann haben wir mehr als genug zu essen. Das sollte auf jeden Fall ausreichen. Schauen wir jetzt aber nochmal nach, ob wir in irgendeinem von diesen Häusern irgendwie eine schöne Kiste finden. Oh, hier ist ein Schmied. Das ist immer ein sehr gutes Zeichen. Und ja, genau so eine Kiste habe ich gesucht. Wir haben jetzt einfach zweimal Eisenspitzhacken, drei Eisenspitzhacken. Okay, das ist schon sehr, sehr krass. Aber da will ich mich nicht drüber beschweren. Hier in den Öfen sehe ich leider nichts. Trotzdem können wir natürlich die Öfen mitnehmen. Kann man immer gebrauchen. Und dann würde ich sagen, machen wir uns jetzt noch mal ein bisschen Brot. Dafür muss ich noch mal ganz kurz hier herein. Oh, lol, das sah ja schon wieder richtig gruselig aus. Die werden alle angegriffen. Okay, okay, okay. Hier waren wir gerade schon drin. So, ich werde jetzt einfach mal hier ein bisschen vom Haus abbauen. Das ist nicht das Allerbeste. Ich weiß, Freunde, aber es geht jetzt leider nicht anders. So, jetzt nehmen wir hier, machen einfach ein Crafting Table, zack. Also, den Crafting Table habe ich jetzt auf jeden Fall gemacht. So, und dann, ja, machen wir uns hier die ganzen... Jetzt machen wir uns hier die ganzen Brote. So, Leute, perfekt. Besser geht's gar nicht. Okay, dann würde ich sagen, wir sollten echt keine Zeit verlieren. Vielleicht nochmal ein bisschen Steine abbauen und dann auch schon ab in die Mine. Hier haben wir noch ein Blast-Furnace. Können wir also so, also einen besseren Ofen. Und jetzt hätte ich auch nochmal gesagt, mit 6 Steinen machen wir uns einfach mal eine Steinaxt. So, Steinaxt ist hier auch schon in der Mache. Und ich muss sagen, ich habe wirklich Angst, wenn jetzt gleich die Nacht anbricht. Deswegen will ich mich auf jeden Fall einigermaßen gut ausrüsten. So, wir sollten jetzt aber alles haben. Die Kiste kann hier bleiben. Leute, wir gehen jetzt ab in die Mine, würde ich sagen. Lol, was macht denn dieser Zombie hier? Okay. Okay, okay, okay. Das ist gerade schon echt unerwartet, weil eigentlich... Warum können die schon mal am Tag spawnen? Okay, Freunde, wir müssen uns wirklich schleunigst beeilen, bevor es wirklich zu spät ist. Okay, also ganz schnell nochmal hier ein bisschen Holz besorgen und dann wirklich allerhöchste Eisenbahn ab in die Mine. Weil ich kann euch so viel sagen, ich will hier nicht am Tag schon irgendwie sterben. Und ich glaube, wenn ich jetzt mal auf die Sonne schaue, doch ein bisschen Zeit haben wir noch, aber nicht mehr allzu viel. Wir haben ja auch den ganz, ganz großen Vorteil, dass wir super gute Sachen beim Schmied gefunden haben. Deshalb würde ich sagen, wir machen uns auf jeden Fall nochmal einen Eisenbrustpanzer, wenn wir gleich in der Mine waren. Denn eigentlich ist es so das Wichtigste, vielleicht noch eine Eisenachse und dann sind wir schon mal oh, ganz gut vorbereitet. Hau ab, Alter! Oh mein Gott, was war das denn? Dieses komische Mutantending hat uns verfolgt. Und hier unten haben wir auch sogar schon eine Mine. Also eigentlich könnte ich mich da unten ranwagen. Ich muss jetzt nur ein bisschen aufpassen, dass ich jetzt hier nicht irgendwie krank Fallschaden bekomme oder sowas. Aber das sieht ja schon mal ganz gut aus. So, zack, hier runter. Okay, Leute, sehr, sehr gut, sehr, sehr gut. Okay, Kohle haben wir auch, benötigen wir auch. Denn wenn wir dann in der Nacht durch die Gegend laufen, wird es natürlich ein bisschen dunkel. Deshalb sind Fackeln nicht unbedingt verkehrt. Lol, habe ich da gerade Monster-Sounds gehört? Okay. Wo werden wir denn abgeschossen? Da ist ein Creeper da oben. Okay, okay, okay. Jetzt weiß ich, wo es ist. Denn was ich sagen wollte, mit der Kohle können wir auf jeden Fall auch Sachen durchbraten.
Warum ist er denn explodiert? Ich war doch viel weiter oben. Das verstehe ich jetzt nicht so ganz, aber kein Problem. Wir haben ja jetzt nicht allzu viel Schaden bekommen. So, und jetzt machen wir uns mal auf die Suche. Ist hier irgendwo Eisen? Denn wir brauchen wirklich noch Eisen-Equipment. Das scheint hier eine Wassermine zu sein. Die sind ja immer so ein bisschen gefährlich. Hier ist es, glaube ich, noch einigermaßen erträglich. So, jetzt hier nochmal ein paar Fackeln machen, würde ich sagen. So, haben wir auf jeden Fall nochmal ein bisschen zur Not. Und da haben wir unser Eisen. Das ist doch perfekt. Das ist doch perfekt. Dann würde ich sagen, das hauen wir auch sofort in den Ofen rein. So, dann kommt das jetzt hier einfach nochmal dazu. Eisen ist am Start. Weil, wie gesagt, wir brauchen eigentlich nur noch diesen Eisenbrustpanzer. Wobei, ich würde auch sagen, auf jeden Fall nochmal eine Axt machen, wenn wir sowieso schon dabei sind. Weil, ja, ich weiß halt nicht, wie stark diese Monster sein werden am in der Nacht. Oh, das war jetzt auf jeden Fall sehr unerwartet. Das Fleisch brauche ich gar nicht mehr. Ich meine, ich habe eh so viel Brot am Start. Machen wir das mal lieber so. Okay, also 6 Eisen haben wir schon mal. Ist ja schon mal für den Anfang gar nicht so verkehrt. Das heißt, wenn wir uns den Brustpanzer machen wollen, brauchen wir noch so 2 Eisen. Für Kohle habe ich auf jeden Fall auch nochmal ein bisschen gesorgt. Und deshalb würde ich sagen, können wir jetzt hier schon weitergehen. Oh, ein Skelett. Ein Skelett, da muss ich wieder aufpassen. Die sind manchmal echt stark. Oh, und natürlich habe ich noch kein Schild und so am Start. Da sollte ich mich eigentlich eher drum kümmern. Fällt mir jetzt gerade auf. Ich werde auch gerade nochmal nebenbei abgeschossen. Das ist super nervig. Deswegen, dieses Skelett hier muss ich auf jeden Fall auch nochmal töten. So, weg ist. Und wir haben einen Bogen gedroppt bekommen. Perfekt. So, jetzt aber einmal ein Schild machen. So. Und da haben wir ein Schild nochmal gecraftet. Packe ich mir jetzt auch sofort in die zweite Hand. Dann sind wir wenigstens ein bisschen geschützt gegen Monster. So, aber wo war jetzt hier Eisen? Ich habe hier eigentlich irgendwo Eisen gesehen. War das hier oben? Ich weiß es nicht mehr genau. Was ist das denn hier? Schaut euch das mal an. So ein komischer Horrorwurm ist jetzt hier schon aufgetaucht. Und der hat mir einen ganz komischen Effekt gegeben. Okay, also ich glaube langsam, dass schon die Nacht angebrochen ist an der Oberfläche. Natürlich wissen wir das jetzt gerade nicht, aber so komische Horrorwürmer, davon habe ich noch nicht gehört. Naja, wie dem auch sei, das heißt, wir sollten uns auf jeden Fall beeilen und zusehen, dass wir jetzt gleich unser Eisen haben. Oh, da sehe ich doch Eisen, perfekt. Denn wie gesagt, unser Eisenbrustpanzer, der muss auf jeden Fall noch gemacht werden. So, zack, dann platzieren wir hier den Ofen und packen auch nochmal hier Kohle dazu. Anscheinend geht die Mine auch ein bisschen weiter nach unten. Ich muss sagen, das ist echt gruselig. So, gucken wir mal hier noch ein bisschen Eisen. Zack, zack, zack. Okay, sehr schön, sehr schön. Dann haben wir sogar da oben noch Eisen. Da kommen wir jetzt aber so gar nicht dran. So, zack, 7 Eisen haben wir. Und Stein nehmen wir am besten auch noch, hätte ich gesagt. Dann können wir uns einmal hier so hochbauen. So, okay, das ist doch perfekt, Freunde. Das ist doch echt perfekt, okay. So, dann auch noch das in den Ofen rein. Und jetzt einfach ganz schnell den Eisenbrustpanzer craften. So, da haben wir hier den Eisenbrustpanzer. Und Helm wäre auch nicht schlecht. Ich hätte gesagt, die Zeit ist gekommen. Wir können wieder zur Oberfläche gehen. Und dann schauen wir uns mal an, was jetzt so an der Oberfläche abgeht. Ich habe wirklich ein bisschen Angst. Okay, und es ist genau so, wie ich es gedacht habe. Es ist schon Nacht und jetzt heißt es wirklich Augen auf, weil das kann jetzt hier wirklich gruselig werden. So, wir sehen jetzt hier erstmal normale Zombies. Okay, also normale Zombies sehen wir auf jeden Fall auch noch. Anscheinend ist die Nacht aber schon recht fortgeschritten und ich kann es kaum abwarten zu sehen, was wir hier für Monster sehen. So, okay, hier auch ganz normale Creeper. Da müssen wir, wie gesagt, auch aufpassen. So, Zombie kann ich hier einfach mal runterschubsen, hätte ich gesagt. Und ich sehe schon, das ist das Villager-Dorf von vorhin. Eine Kuh. Ist die stark? Ich weiß gar nicht. Oh ja, die ist stark. Oh ja, die ist stark, die ist stark. Oh ja, ja, die ist stark, die ist stark, die ist stark, die ist stark. Die ist richtig stark. Alter Schwede, wie viel Schaden hat sie mir gemacht? Okay, wir haben aber einen Vorteil. Sie ist anscheinend nicht nur stark, sondern auch strohdoof. Oh Gott. Lass mich bloß in Ruhe, du Horrorkuh. Okay, wir müssen auf jeden Fall zusehen, dass wir hier irgendwie wegkommen. Ach Mann, jetzt werde ich sogar noch von diesem doofen Skelett abgeschossen. Man kann es kaum glauben, Freunde. Denn ich möchte mir eigentlich trotzdem mal anschauen, was hier so in diesem Villager-Dorf abgeht. Weil Zombies, habe ich bereits gesehen, sind noch einigermaßen normal. Diese Horrorkuh verfolgt mich auch ein bisschen. Und was ist das denn? Ist das ein zerschnittenes Lama? Oh nein, 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 nein. Und ein Pferd, und ein Pferd, und ein Pferd. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Hilfe, 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 Hilfe. Okay, ab nach oben, ab nach oben, ab nach oben, ab nach oben. Das war sehr knapp, das war sehr, sehr knapp. Schaut euch das an. Das ist ein zerteiltes Pferd. Und dieses zerteilte Pferd wollte wirklich mich haben.
Okay, hier sehen wir es auch und wahrscheinlich versuchen diese zwei zerteilten Pferde, auch das Pferd noch anzustecken. Richtig verrückt, hier sehen wir dann die Kuh und die Kuh tötet einfach mal einen Hasen. Okay, und sind hier noch weitere verrückte Sachen? Also ich weiß nicht, was die hier genau machen, aber es sind wirklich richtige Psychos und ich weiß nicht, warum ich genau hier landen musste. Richtig, richtig nervig, aber okay. Wir versuchen einfach mal durchzulaufen in der Hoffnung, dass das hier irgendwie funktioniert. Holz haben wir auch ein bisschen, so. Okay, 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 okay. Sie verfolgen mich nicht, das ist schon mal sehr gut. Das ist sehr, sehr gut. Okay, was haben wir hier noch so? Wir haben hier auf jeden Fall... Das sind diese zerteilten Lamas und da sind sogar noch Villager. Was ist das denn? Schaut euch das mal an. Wirklich in zwei Teile zerteilte Lamas haben wir hier. Ich traue mich gar nicht runterzugehen, weil ich mir schon vorstellen kann, wie immens stark diese Monster sind. Okay, gucken wir mal nach. Und von hier oben habe ich natürlich jetzt eine gute Position anzugreifen. Aber wir sehen auch, dass die auf jeden Fall super stark sind. Deswegen heißt es hier vorsichtig sein. So, ich renne einmal hier durch. Okay. Und ich glaube, wenn ich jetzt hier einmal durchschlage, könnte ich die auch töten, oder? Oh ja, oh ja. Ah, die machen auch ordentlich Schaden. Die machen wirklich ordentlich Schaden. Alter, drei Herzen. Ich mach mal lieber zu hier, bevor sie mich noch töten. Das wäre gar nicht gut. Aber ihr habt auf jeden Fall gesehen, meine Herzen sind richtig niedrig gewesen. Also ich muss wirklich sagen, ich traue mich gar nicht rauszugehen, weil ich das Gefühl habe, dass ich jedes Mal eine neue Überraschung bekomme. Aber ich glaube... Was sind das? Mutierte Wölfe da hinten? Alter, okay, jetzt muss ich irgendwie gucken, dass ich hochkomme, Freunde. Ich muss irgendwie hier aufs Dach kommen. Was ist das denn? Was war das? Hä? Da war was ganz, ganz Großes und ein ganz langer Hals. Okay, ich gehe jetzt aufs Dach, ist mir egal. So, wir müssen aber aufpassen, weil vor uns, vor diesem Haus waren auf jeden Fall noch andere Zombies. Das habe ich gesehen. Oder Lamas. Oh, was? Alter, was ist hier alles gespawnt? Irgendwelche komischen... Sind das Bären? Mutierte Wölfe? Irgendwelche ganz komischen Monster? Also hier ist nichts mehr. Nochmal! Nein, okay. Jetzt weg. Sogar Endermänner, die mich verfolgen. Was verfolgt mich denn hier alles? Okay, Freunde, ich werde von allen verfolgt, sogar so mutierte Endermänner. Das ist doch nicht normal. Womit habe ich das verdient? Okay, ich muss mich einbauen. Der Einzige, der noch eine Chance hat, ist dieser Enderman. Und zwar baut er jetzt erstmal einen Baum ganz normal ab. Das ist auf jeden Fall noch nicht sinnlos. Aber ich kann euch garantieren, es wird heute auch sehr gruselig. Wir werden komische Monster in diesem Video erleben. Und ich bin jetzt schon gespannt, was uns erwartet. Okay, drei Eisen ist ja jetzt im ersten Moment überhaupt nichts Besonderes. Aber was soll das jetzt werden? Wir sehen hier einen Crafting Table. Okay. Dann sehen wir hier ein paar Sticks. Okay, auch halb so wild. Und schauen wir mal, was macht der da? Hä? Was? Eine umgedrehte Spitzhacke? Sowas existiert? Leute, was soll denn das bringen? Eine umgedrehte Spitzhacke und was macht er jetzt damit? Baut er damit Sachen ab oder was? Okay, der springt anscheinend hier in die Mine. Und er baut die Steine ab, als wäre das eine ganz normale Spitzhacke. Das war ja schon super sinnlos, muss man ja wirklich sagen. Aber es geht anscheinend noch weiter. Wir sehen nämlich hier, er macht einen Eisengolem. Okay. Ist ja jetzt im ersten Moment überhaupt nichts Besonderes. So, dann macht er jetzt hier eine Glaskuppel. Joa. Dann kommt dann ein... Was war das? Ein Dropper, glaube ich? Dispenser. Okay, ein Dispenser. Dann nochmal... Nein. Er macht jetzt aber nicht darüber einen Eisengolem, oder? Okay. Also ich muss sagen, ich kann noch gar nicht so... Also ich weiß noch nicht, was hier werden soll. Er macht jetzt... Was macht er damit? Er drückt den Schalter auf jeden Fall mehrere Male. Wir sehen's. Ein Eisengolem-Villager? Das ist doch jetzt nicht der Ernst. Hälfte Eisengolem... Hälfte Villager. Ein Eisenvillager. Aber anscheinend soll es das noch gar nicht gewesen sein. Es wird noch sinnloser. Okay, wir sehen nämlich jetzt hier einen Kessel, Lava und einen Bogen. Okay. Im ersten Moment sehr normal. Lava einmal hier und Kessel mit Lava auch da. Okay, jetzt schießt er dort herein. Leute, was soll das hier werden? Ach, warte mal, jetzt verstehe ich es. Rechts...
ist der Pfeil nicht da, obwohl er ja Lava ist. Und links ist der Pfeil da, obwohl er auch Lava ist, aber in einem Kessel drin. Ey, das ist halt super sinnlos. Schaut euch das mal an. Da ist der Pfeil weg. Sofort adieu. Und hier ist er einfach mal ganz normal da. Warum? Oh ja, und hier geht es anscheinend noch weiter, Freunde. Wir sehen jetzt hier, haben wir nämlich einfach mal Endkristalle in der Kiste. Wir haben Bedrock und wir haben eine Schneeebene. Kein Schneeblock, eine Schneeebene. So, jetzt sehen wir hier den Endkristall. Hier die Schneeebene. Und er haut jetzt... Er kann keine weiteren Schneeebenen draufhauen? Was? Okay. Lol. Jetzt hat er sogar das kaputt gemacht. Okay, was geht jetzt da ab, Freunde? Oh, wieder dieses Gage-Diege-Dage-Dago. Aber als Among Us-Variante? Leute, was ist das denn? Als Among Us-Variante? Ernsthaft? Okay, also anscheinend ist hier ein Among Us-Gage-Diege-Dage-Dago am Start. Und der, weiß nicht, wird auf jeden Fall nicht lieb sein. Zumindest kann ich mir das hier nicht vorstellen. Oh, okay. Ein Endportal, aber wie ist denn das aufgestellt? Ist aufgestellt wie ein Netherportal. Und hier haben wir sogar Enderaugen. Okay. Wir können die Enderaugen ganz normal hier... Lol, habt ihr es gehört? Das war der Among Us-Sound. Okay. Das ist auf jeden Fall kein normales Enderportal, Freunde. Da sind wir uns, denke ich mal, einig. Okay. Ein grünes Portal auf einmal? Oh. Ich dachte, den sind wir jetzt mittlerweile los. Oh nein. Leute, was passiert hier? Einer schlimmer als der andere. Anscheinend wieder was sehr Sinnloses. Und zwar haben wir hier Steinzäune am Start. Okay. Ist ja noch nichts Sinnloses. Hier sind Kaninchen. Okay. Und da gibt es beide eine Karotte. Und anscheinend können die keinen... sich nicht paaren. Ah, doch, warte mal. Hä? Ach, lol, die haben sich gepaart, obwohl die gar nicht nebeneinander waren oder aufeinander waren oder wie man es nennen möchte. Das macht echt keinen Sinn. Hä, warum wusste ich das noch nicht? Okay, jetzt bin ich gespannt. Was wird er uns jetzt zeigen? Ist das vielleicht mit Hühnern auch so? Oh, jetzt bin ich gespannt. Hier, Samen, Samen und... Lol! Hä, gerade war es links, jetzt ist es rechts. Okay, das macht ja mal gar keinen Sinn. Okay, hier wurde was in der Kiste vorbereitet. Wir sehen Sand, roter Sand und auch noch eine Koralle als Item. Okay, wir sehen, jetzt ist da Wasser drin. Okay, Sand wird reingeworfen. Hä? Hä? Was? Was war das denn? Schaut euch das mal an, das fliegt einfach mal bis zum Mond. Hä? Wie kann das sein? Warum fliegt das nach oben? Das müsste doch einfach kaputt gehen und nicht bis zum Mond fliegen. Und anscheinend ist es egal, welche Sandart man nimmt. Okay, schaut euch jetzt mal diese komische Hexe an, die in dem Villager-Dorf herumtobt. Weil sie scheint, irgendwas zu machen. Sie vergiftet, glaube ich, die Samen oder das Weizen. Kann das sein? Also das war jetzt so meine Vermutung. Okay, jetzt sehen wir, die Nacht geht so langsam dem Ende zu. Die Sachen wachsen natürlich trotzdem und der Villager, der erntet natürlich trotzdem, was das Zeug hält. Aber er weiß natürlich nicht, dass die Sachen vergiftet sind. Okay, ein wenig später sehen wir, das Villager-Dorf wurde komplett verwüstet. Oh ja, oh, wir sehen hier Blut. Oh ja, Leute. Oh, den Villager hat es auf jeden Fall erwischt. Das war auf jeden Fall keine gute Idee. Aber lag das jetzt an diesen vergifteten Sachen oder ist vielleicht eine Gestalt in der Stadt unterwegs? Oh, da sehe ich auch einen Creeper. Da sehe ich auch einen Creeper. Mm. Also dieses Villager-Dorf ist mir nicht ganz geheuer, Freunde. Oh, da vorne auch wieder ein paar Blutspuren. Oh, wir können nur hoffen... Da ist die... Nee, das ist Alex. Alex liegt da auch. Hm. Leute, wenn euch sowas nicht passieren soll... Oh Gott. Alter, schaut euch den mal an.
Oh nein. Okay, hier spawnt er einfach mal zwei Papageien, füttert sie mit Samen und natürlich daraufhin gehen die auf die Schultern drauf. Okay, und jetzt benutzt er Feuerwerke mit Elytra-Flügeln. Ja gut, die fallen halt runter, ne? Bei so einer Geschwindigkeit kann er die ja nicht drauf behalten. Wir sehen, die sind runtergefallen. Okay. Hä? Was? Wie können die immer noch auf den Schultern sein? Also die fliegen einfach mal über Steve. Ey, das sieht ja mal so merkwürdig aus. Was ist das denn? Das macht ja mal gar keinen Sinn. Warum schweben? Oh, jetzt sind sie weg, jetzt sind sie weg. Okay, was will er uns jetzt zeigen? Ich habe schon irgendwas mit einer Schere gesehen. Und er hat hier zwei Eisen, macht sich wohl daraus eine Schere. Ja, wir sehen es. Hier ist die Schere. Okay, geht zum Baum und... Was? Hä? Will er mich veräppeln? Der macht sich einfach mal... Was macht er sich da überhaupt daraus? Was ist das denn? Der schneidet sich da irgendwie Baumrinde oder so ab. Ich habe keine Ahnung. Aber sowas habe ich echt noch nie gesehen. Oh, was ist denn hier los? Anscheinend wird es auf jeden Fall dunkel und er hat zwei Flaschen im Inventar. Zwei werfbare Flaschen im Inventar. Und Steve geht anscheinend nach Hause. Okay. Oh, wir sehen, Alex schaut Steve zu wie so ein Psychopath und läuft jetzt sogar zum Haus. Okay. Also, Alex ist so ein kleiner Stalker, könnte man ja schon sagen. Und da sehen wir, wie Steve einfach mal im Bett schläft. Okay. Noch ist ja hier gar nichts komisch, aber oh nein, Alex vergiftet anscheinend die Ernte von Steve. Wir haben gesehen, eine giftige Potion wurde draufgeworfen. Uiuiuiui. Aber was wird das für Konsequenzen haben? Wir haben ja schon gerade gesehen, was bei Villagern passiert ist, aber was wird dann bei Steve passieren? Das Ganze wird hier anscheinend mit einer versteckten Kamera gefilmt. Und wir sehen, er nimmt auf jeden Fall ein paar Karotten, isst die Karotten. Oh mein Gott. Was ist mit Steve passiert? Sieht aus wie so ein Monster-Steve. Der sieht ja mal so merkwürdig aus. Schaut euch den mal an. Alter Schwede. Oh, ein wenig später. Jetzt bin ich gespannt, was der für eine Mission hat. Oh, ja. Ich glaube, das war keine gute Idee für Alex. Bin ich ganz ehrlich, Freunde. Wir sehen, Alex geht jetzt einfach mal nichtsahnend heraus. Und lol. Da steht er. Da steht er. Und ja. Oh, ja. Das war keine gute Idee. Okay, und der baut sich jetzt hier anscheinend so ein Nether-Portal. Ja, was auch immer das hier werden soll. Okay, ein ganz normales Nether-Portal. Verstehe jetzt nicht, was daran so besonders sein soll, aber okay. So, der hat aber noch ein bisschen Obsidian im Inventar. Ein zweites Nether-Portal? Auf dem Boden? Hä? Was macht der denn da? Okay, jetzt bin ich neugierig. Er zündet es anscheinend an, oder? Ja! Was? Wie kann das denn funktionieren? Nee, das kann doch nicht der Ernst sein. Also das funktioniert, soweit ich weiß, nicht. Und er kann sogar reinspringen. Aber da sehen wir ein ganz normales Portal auf der anderen Seite, wo er reingesprungen ist. Lol. Oh, oh, hier scheint auch die Musik ein bisschen düster zu werden, also sehr gruselig. Und da links sehen wir schon... Wer ist das denn? Ein... langbeiniger und langarmiger Steve, der sich sogar teleportieren kann. Quasi so Eigenschaften wie Enderman. Und wir sehen, das Villager-Dorf sieht aber gar nicht gut aus. Oh, jetzt bin ich gespannt, Freunde, was hier passiert. Oi. Also, was? Oh. Da sehen wir Steve, wie er auf dem Boden liegt. Also es sieht auf jeden Fall nicht so vertrauenswürdig aus hier. Aber... Oh, Leute. Wird dieser langbeinige Steve uns vielleicht auch angreifen? Ich weiß es nicht. Oh, da sehen wir ein paar Villager auf dem Boden. Also die ganzen Villager wurden anscheinend attackiert. Da ist eine große Flasche drin.
Okay. Sieht aus wie Honig, ne? So eine Honigflasche. Er trinkt sie und wird auch groß. LOL. Er wurde so ein langarmiger oder langbeiniger Steve. Ne, Herobrine. Herobrine. Er hat die Fähigkeit Spielerwachstum bekommen. Eine Spielerwachstumsfähigkeit. Die wäre mir neu. Die wäre mir auf jeden Fall neu. Schaut euch das mal an. Wie krank. Okay, hier soll es anscheinend nochmal ein bisschen sinnloser werden. Wir sehen Steinblöcke, Honigblöcke. Okay. Und dann sehen wir jetzt hier, er packt einfach mal ein paar Steinblöcke. Und, okay, er sperrt, er spawnt einen Husk, also einen Ertrunkenen. Und hier sehen wir Honigblöcke. Okay. Na gut, da kann man ja nicht durchschießen. Ich meine, es sind Blöcke, ne? Warum soll man da auch durchschießen können? Ja, geht nicht, klar. Warum soll es auch gehen? Aber, was? Hä? Hä? Hat er da gerade durchgeschossen? Warum geht das? In der Mitte geht das? Man kann da reinschießen? Warum geht das? Hä? Das verstehe ich nicht. Auch mit einem Dreizack, oder was? Ja, gut, da wieder nicht und durch die Mitte schon, oder was? LOL! Auch da kann man durch die Mitte werfen, wie sinnlos. Dann gucken wir mal nach, was er jetzt genau mit dem Eisenschwert vorhat. Wir sehen, er greift die Kuh an. Okay. Aber die Kuh, LOL! Wir sehen einfach mal, die Kuh, die ist nicht nur auf dem Boden, sondern sie hat sogar eine Spur hinterlassen. Also diese Kuh, das ist keine normale Kuh, die kann einfach mal beim, ja, wenn man sie tötet, Blut verlieren. Das ist schon echt gruselig, aber nicht nur die Kuh, sondern alle Minecraft-Mobs. Wir sehen ein Schaf, eine Kuh, wahrscheinlich hier auch das, die anderen Mobs, die hier überall drumherum laufen. Es ist sehr, sehr gruselig auf jeden Fall. Hier schon wieder, Freunde. Schaut euch das mal an. Okay, und die beiden bauen hier anscheinend ein Minecraft-Haus. Also absolut nichts Bewegendes. Aber wir sehen hier, okay, ein paar Fackeln werden auch platziert. Da bin ich mal gespannt. So, wir sehen hier, zack. Nochmal ein bisschen Platz gemacht. Okay, und der macht jetzt hier einen Weg mit der Schaufel. So ganz deuten, was jetzt hier so gruselig sein soll, kann ich ehrlich gesagt überhaupt nicht. Was ist das denn? Da ist ein Blitz eingeschlagen und der schreit wie verrückt. Irgendjemand hat geschrien wie ein Verrückter. Und der Kollege, der gerade diesen Weg freigebuddelt hat, wurde anscheinend von dem Blitz getroffen. Oh mein Gott. Also den hat es auf jeden Fall ordentlich erwischt, das sehen wir leider. Okay, Freunde, also das, oder war es doch ein böses Monster, was ihn in Stücke zerteilt hat? Also ein Blitz ist hier anscheinend eingeschlagen, das haben wir ja gerade nochmal gesehen. Oder sehe ich einen Creeper? Oh, nee, das kann der Blitz nicht gewesen sein, da ist ein halber Creeper. Hier muss irgendwas anderes faul sein, Freunde. Aber was ist es nur? Was kann es sein, dass ein Creeper in zwei Teile zerteilt? Das muss ja schon echt heftig sein. Oh, ich bin gespannt, Freunde. Was ist das denn für eine Gestalt? Alter. Okay, also diese Gestalt ist der Wahnsinn, Freunde. Diese Gestalt ist der Wahnsinn. Oh. Das war keine gute Idee. Okay, und das hier soll anscheinend mal kurz was super Sinnloses werden. Also wir haben nicht nur gruselige Sachen, sondern auch super sinnlose Sachen am Start. Denn schaut euch das an. Wir haben jetzt nämlich dieses Farbmittel und damit machen wir unsere Wolle rot. So, jetzt sehen wir, zack, er macht ein normales Bett einmal. Okay, das ist ja alles soweit normal, okay. Aber wir sehen, er hat auch nochmal ein zweites Bett. Und da macht er das Crafting-Rezept auf dem Kopf. Die Wolle ist unten und das Holz war oben. Und jetzt hat er einfach mal ein umgedrehtes Bett. Was? Da steht auch drauf, dass er nicht schlafen gehen kann, weil das Bett zu weit weg ist. Jetzt hat er zwei umgedrehte Betten. Leute, was ist denn das für ein verrücktes Bett? Also da drauf zu schlafen, das muss ja wirklich echt nicht schön sein. Oder wusstet ihr beispielsweise das hier? Und zwar sehen wir hier einmal eine kleine Konstruktion, wo ein Mini-Baby-Zombie ist. Und hier haben wir nämlich einmal einen Dispenser. Dort packen wir einen Zombie-Kopf rein.
Und dann wird der Baby-Zombie von einem normalen Zombie-Kopf getroffen. Schaut euch den mal an. Das sieht so falsch aus und das funktioniert anscheinend wirklich in Minecraft. Schaut euch das mal an. Ein Baby-Zombie mit einem gigantischen Zombie-Kopf auf dem Kopf drauf. Es sieht auf jeden Fall falsch aus. Da ist irgendwas schiefgelaufen beim Kopf. Das kann doch nicht wahr sein. Oh, und hier sieht es auch gar nicht gut aus, denn wir sehen, es ist auch schon Regen am Start. Ein Blitz schlägt schon wieder ein. Und wir sehen, da hinten ist sein Haus. Okay, so weit, so gut. Aber was soll jetzt hier in diesem Haus sein? Das ist jetzt eher die Frage. Das sieht nämlich nach einem ganz verlassenen Minecraft-Haus aus. Ja, schon ein paar Spinnennetze sind drin. Blutspuren. Oh, was sind das denn für Kakerlaken? Er wurde von Kakerlaken befallen, die ihm Schaden machen. Da hätte er nicht reingehen sollen. Oh ja, aber unter Wasser kann er die Kakerlaken auf jeden Fall alle abschütteln. Oder abhängen, besser gesagt, dass die runterfallen. Da war auf jeden Fall der Rückzieher ins Wasser gut. Und schaut euch das an, was ist das denn? Alter. Was ist das denn für eine Monstergestalt? Also diese Monstergestalt sieht auf jeden Fall nicht normal aus. Leute, schaut euch das an. Was ist das für ein Monster? Sieht aus wie eine gigantische Mutantenspinne. Der Wahnsinn. Und die läuft ihm auch die ganze Zeit hinterher. Aber er kann diese komische Mutantenspinne, glaube ich, abhängen. Also er scheint auf jeden Fall, nachdem er in den Wald gerannt ist, sie abgehängt zu haben. Zumindest kommt sie nicht näher, sagen wir es mal so. Und das sieht eigentlich ganz gut aus. Das sieht ganz gut aus. Ja, ich glaube, der hat es hinbekommen. Sehr, sehr gut, Freunde. Sehr, sehr gut. Ja, ich muss sagen, so eine Mutantenspinne, der würde ich auch nicht ganz gerne über den Weg laufen. Sehr gefährlich auf jeden Fall. Ja, die Mutantenspinne war sehr gruselig, aber schaut euch das mal an. Das ist wieder super sinnlos. Denn hier werden einfach mal einige Schienen um Villager herumgetan. Und die Villager sind alle nämlich in Betten. Aber was passiert, wenn wir ein Minecart drumherum packen? Die Villager werden tatsächlich aus dem Bett herausgenommen. Ich weiß nicht, woran es liegt, weil ich meine, eigentlich müssten sie ja im Bett bleiben. Ich meine, das sind ja nur Minecarts, die drumherum fahren, aber anscheinend werden sie einfach aus dem Bett herausgenommen und fahren jetzt hier, ja, ihre Runden ums Bett herum. Es ist auf jeden Fall super sinnlos. Und hier geht's auch schon weiter, denn wir sehen einfach mal, Leute, das ist so sinnlos, ne, es ist wirklich so sinnlos. Wir sehen, hier macht er sich ein bisschen Holz, also alles im ersten Moment normal. Aber das bleibt nicht normal, denn wir sehen eine Kiste, okay. So, die Kiste nimmt er jetzt, geht zur Kuh und was ist das denn? Eine Kuhkiste? Eine Kistenkuh? Kann man das so sagen? Ich weiß es nicht. Also, ich muss sagen, eine Kistenkuh habe ich auch noch nie gesehen. Eine Kuh. Eigentlich ist es ja eine Kuhkiste. Okay, aber jetzt wird es auch wieder ein bisschen gruseliger, Freunde, denn wir sehen, es ist wieder Nacht. Kein gutes Zeichen. Denn meistens, wenn die Nacht anbricht, dann passieren hier die gruseligen Sachen. Und schauen wir mal rein. Er sieht nämlich hier eine Höhle. Und in dieser Höhle, ja, wird es wohl nicht so ganz, ganz gut zur Sache gehen. Wir sehen jetzt hier, okay. Ganz komische Blöcke auch. Das sieht aus wie so ganz neue Pilze. So ein bisschen so ein verschüttelter Weg in die Mine. Wir sehen, da liegt auch Kies. Und es geht weiter runter. Oh, was ist das denn da unten? Da lag irgendwas unten. Ich hab's schon gesehen. So leicht. Eieieiei. Das sieht aus wie ein Spieler, der von einer Spitzhacke getroffen wurde. Das sieht auf jeden Fall gar nicht gut aus, Freunde. Den hat es erwischt. Ob das die richtige Entscheidung war, hier in die Mine reinzugehen? Ich weiß es nicht, Freunde. Ich weiß es wirklich nicht. Und da ist der nächste Spieler. Nicht, dass es ihn auch noch erwischt. Das kann man so natürlich jetzt gar nicht sagen. Aber ein geteilter Steve und Alex in einer Person. Oh mein Gott, zweiköpfig. Wusstet ihr eigentlich schon, was passiert, wenn man ein Endportal nimmt und einfach mal Weizen und so weiter im Endportal anpflanzt? Das ist echt verrückt. Also schaut euch das mal an. Wir sehen, hier werden Karotten angepflanzt.
Das Ganze werden wir nochmal mit Bone Meal ein bisschen noch wachsen lassen. Und wir sehen jetzt hier, wenn wir die Augen reinmachen, dann beginnt nämlich erst der Spaß. So, hier werden die ganzen Augen nämlich reingetan und bam. Leute, schaut euch das einfach mal an. Was ist das hier? Das Verrückte ist ja, wenn man das Endportal wieder kaputt macht, dann schwebt das Ganze in der Luft. Und das ist auf jeden Fall garantiert nicht richtig. Und hier wurde anscheinend etwas auf frischer Tat ertappt. Wir sehen nämlich ein Villager-Dorf und ein Eisengolem. Und dieser Eisengolem, der läuft einfach nur ein bisschen durch das Villager-Dorf, wird getroffen von einem Blitz, verwandelt sich zu einem ganz merkwürdigen Eisengolem. Das ist garantiert kein normaler Eisengolem mehr. Und der läuft jetzt einfach mal durch das Villager-Dorf. Und so ganz... Ja, ich bin mal gespannt, was der jetzt machen möchte. Weil ich traue diesem Eisengolem einiges zu, um ehrlich zu sein. Der sah sehr gefährlich aus. Doch, sehr gefährlich sah der aus. Aber gucken wir erstmal nach, was jetzt die Spieler im Villager-Dorf machen. Denn jemand anderes ist anscheinend auch schon vorgelaufen. Der Kollege da vorne, genau. Wir sehen da vorne, ist noch Steve am Start. Und die werden... Einige Karotten abgebaut. Der Kollege hat ein bisschen lauter gebrüllt. Oh, der Eisengolem hat zugeschlagen, Freunde. Das sieht aber ja gar nicht gut aus. Diesem Eisengolem. Oh, der soll ihn auf jeden Fall lieber in Ruhe lassen. Weil das endet nicht gut. Oh mein Gott. Der hat sich einfach mal aufgelöst durch einen Blitz. Okay. Was ist denn da passiert? Ja, das ist auch schon ein bisschen sinnlos, aber macht auf jeden Fall in meinen Augen trotzdem einigermaßen Sinn. Ihr werdet gleich sehen, was ich meine. Und eigentlich auch voll die praktische Sache, deswegen merkt euch das. Schreibt euch das am besten irgendwo auf. Und zwar sehen wir, hier wird so eine Eisenblocktreppe gebaut und wir platzieren jetzt hier einfach mal überall Leitern, also rechts Leitern, links Leitern. Der Abstand zwischen diesen Blöcken muss 2 Blöcke betragen, also zwischen den Eisenblöcken. Und wir sehen nämlich, jetzt sobald wir dazwischen laufen, kann man einfach mal hochschweben. Und das ist ja mal wirklich richtig cool. Wenn man keine normale Treppe haben möchte, kann man einfach mal so eine richtig coole Leitertreppe bauen, wo man einfach hochfliegen oder hochschweben kann. Hier gab es anscheinend ein wohl etwas mehr schwieriges Experiment. Und zwar sehen wir, Steve ist an der Tür. Und es wird gleich sehr, sehr verrückt. Okay, also schaut euch das mal an. Wir sehen nämlich, der Spieler hat hier einfach mal unter seinem Haus ein kleines Labor, um es mal so zu formulieren. Und wir sehen, okay, der soll reingehen, dieser Steve. Uiuiui, macht die Tür auch zu. Wir sehen jetzt hier einige, ja, Köpfe in der Kiste. Ein Steve-Kopf und ein Alex-Kopf. Und wir sehen auch einen werfbaren Trank. So, diesen werfbaren Trank packt er jetzt nämlich in die Kiste, kombiniert mit beiden Köpfen. Und er drückt jetzt den heiligen Knopf. Oh, und wir hören schon, da hat sich was getan. Ob das was Gutes ist, das bleibt mal jetzt eine andere Frage. Ja, schaut euch das an. Oh, und die Tür und so wird sofort rausgerissen. Also anscheinend sind diese ganzen Eisenblöcke schon längst über alle Berge weg. Es hat aber auch einen Grund. Es hat einen Grund. Schaut euch das jetzt an, Freunde. Wir sehen nämlich, er findet nicht mehr Steve, der ja eigentlich ursprünglich in diesen Eisenblockraum reingestellt wurde. Oh, und das ist er. Das war das Resultat. Das war das Resultat, Freunde. Oh mein Gott. 3 Köpfe. Das ist zwar an sich keine, ja, super wichtige Sache, aber es ist so, warum? Also warum? Schaut euch das einfach mal ganz schnell an. Und zwar sehen wir hier, ein paar Kakteen werden gebaut und normalerweise wissen wir es alle, wenn man einen Block abbaut unter einem Kaktus, dann stürzt natürlich alles ein, die Kakteen gehen kaputt. Ich denke, das wisst ihr. Wenn man jetzt mit einem Knopf etwas trickst, wir sehen, der Knopf wurde direkt darunter platziert, wird dieser Fallprozess gestoppt und der Kaktus schwebt einfach mal in der Mitte. Das gleiche gilt auch für einen Schalter. Und schaut euch das mal an. Das ist so verrückt, dass einfach mal so ein Kaktus in der Luft schweben kann. Auf einem Sandblock. Das ist ja der entscheidende Punkt. Oh, und schaut euch die Gestalt an, die hier gefangen wurde. Wir haben hier nämlich eine Zelle. Und in dieser Zelle befindet sich einfach mal Giant Alex.
Die Villager kommen auch schon und schauen hier Giant Alex in dieser Zelle an. Und die werfen sogar Schneebälle auf Giant Alex. Ja, da scheint wohl jemand sauer zu sein oder ihn auszulachen sogar. Das Problem ist nur, Giant Alex ist auch nicht gerade schwach. Das sollten, denke ich mal, auch alle von euch wissen. Wobei, ist das Giant Alex? Ich weiß auf jeden Fall, dass es ein böses Monster sein soll, von Alex oder an Alex angelehnt. Aber wir sehen jetzt hier, es wurde Nacht und wir sehen auch vor allem, was ist damit passiert mit dieser Zelle? Die sieht ja gar nicht gut aus. Wir sehen, die wurde aufgebrochen. Und wir haben hier wieder Schneebälle am Start, die von vorhin. Na, das kann ja spaßig werden. Wir sehen hier, okay, jetzt benimmt er Cobblestone und wir sehen da den ersten Villager-Kopf. Der erste Villager-Kopf wurde gefunden. Eieieiei, ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist, Freunde. Dem Ganzen jetzt auf die Spur zu gehen. Denn wir sehen, diese Spuren scheinen irgendwo hinzuführen. Die Frage ist natürlich jetzt nur wo, ne? Wo führen diese komischen Blutspuren hin? Oh, da sehe ich schon den nächsten Villager-Körper. Vielleicht ist jetzt mal allerspätestens die Zeit gekommen, um umzudrehen. Was? Alex möchte den Villager aufessen? Das ist so ein Scherz. Also das ist auf jeden Fall kein normaler Alex, Freunde. Oh, der Spaß. Er wurde gefangen in ein Loch. Und wir sehen, er ist mittlerweile auch wieder in der Zelle angekommen, er selbst. Und jetzt dreht sich der Spieß um. Die Villager, die Giant Alex ausgelacht haben, ja, werden jetzt bestraft. Ja, Leute, schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr am krassesten fandet. Lasst natürlich wie immer einen Daumen nach oben da, abonniert meinen Kanal für mehr. Bis dann, Leute, und ciao.